Hallo und herzlich willkommen zu Geld krisensicher Anlegen. Mein Name ist Carsten Kublitz und du wirst heute hier erfahren, was hat Dr. Markus Krall zu sagen zu den Themen Bilanzbuchhaltung bei den Banken? Wie verhält es sich derzeitig bei Insolvenzen, die du nicht mehr anmelden musst? Also wenn du insolvent gehst, das nicht anmelden musst. Wie verhält es sich oder was ist seine Meinung zu dem Thema ausgefallene Kredite nicht mehr, dass die nicht mehr abgeschrieben werden müssen bei den Banken? Und ein ganz, ganz wichtiges Thema, schau dir dieses Video unbedingt schon deswegen bis zum Ende an, falls du Aktien hast, falls du in Aktien investiert bist, in Aktien investieren möchtest, ich muss erstmal Luft holen, was hat er dazu zu sagen, weil das ist äußerst spannend. Außerdem sagt er was zum Thema Systemcrash und er sagt eine Zeit dazu, wann es seiner Meinung nach soweit sein wird. Sei gespannt, schau dir dieses Video bis zum Ende an, gib mir einen Daumen hoch, wenn dir das Video gefallen hat, like meinen Kanal bzw. abonniere meinen Kanal, drück auf die Glocke, damit du in Zukunft auch über alle weiteren Videos informiert bist. Schreib gerne deine Meinung in den Kommentar, nimm gerne zu mir Kontakt auf, wenn du Fragen hast und teile mir auch mit, welche Themen dich interessieren, was du gerne sehen möchtest, worüber du gerne informiert werden möchtest. Viel Spaß, alles Gute weiterhin bei deinen Anlagen, dein Carsten von Geld krisensicher Anlegen. Also die Bilanzhandhabung, Insolvenzen nicht mehr anmelden zu müssen, ausgefallene Kredite nicht mehr abschreiben zu müssen und dergleichen mehr, das ist Wirecard auf Crack und mehr kann man dazu auch noch kaum noch sagen. Man muss dazu sehen, dass die Aktiengesellschaften schon seit Jahrzehnten durch unser Aktienrecht ein Principal-Agent-Problem haben, wie es so schön heißt, nämlich eine Entkopplung von Eigentum und Kontrolle. Sie gehören den Aktionären, werden aber von einer Managerkaste kontrolliert, die kein Eigentum hat, aber der Kontrolle durch die Aktionäre weitgehend entzogen ist. Und zwar durch die Disintermediation, also durch die Zwischenholdings von Aktien in Vermögensverwaltungsgesellschaften, in ETFs, in sonst was, ist eine Tatsache, dass die Aktionäre keine Kontrolle mehr über die Aktiengesellschaften ausüben. Die wenigen Ausnahmen, die es da gibt, sind familiengeführte Aktiengesellschaften. Und diese Entkopplung von Eigentum und Kontrolle hat schon lange dazu geführt, dass diese großen Unternehmen sich zu großen Bürokratien, die nicht mehr unternehmerisch aktiv sind und agieren, entwickelt haben. Insofern ist es keine Überraschung, dass jetzt, da diese Krise diese Ausmaße angenommen hat, genau dieselbe Managerkaste nach der Rettung durch den Staat schreit, weil sie hat keine Berührungsängste mit dem sozialistischen Staat. Das ist im Grunde genommen nur der nächste logische Schritt eines Verfalls marktwirtschaftlicher Werte in der früheren Bastion Unternehmensführung, die mal was mit Unternehmen und Unternehmung zu tun hatte, aber in vielen Aktiengesellschaften schon lange nichts mehr damit zu tun hat. Es ist dafür noch nicht mal ein Kulturbruch nötig. Ein anderes Phänomen ist allerdings die Frage, dass mit dem frisch gedruckten Geld die Aktienkurse nach oben gehen und explodieren und auf dieser riesigen Woge frisch gedruckten Geldes plötzlich neue Rekordstände da zu sehen sind, vollkommen entkoppelt von der realwirtschaftlichen Entwicklung. Dazu kann ich nur sagen, diese Bullenfalle, und das wird sich als eine erweisen, die wird zum größten Massaker an denen ausarten, die jetzt dran glauben, dass dem irgendeine Realität entgegenstünde. Natürlich kann man sagen, man muss auf dieser Party mittanzen, solange die Musik spielt, und wenn die aufhört, muss man sich schnell genug einen Platz suchen. Und das Problem ist, dass das alle glauben. Ich glaube, niemand da draußen glaubt noch daran, dass die Aktien fundamental einen Wert haben, der diese Kurse irgendwie rechtfertigt. Sondern jeder glaubt, dass er es rechtzeitig einen Tag vor allen anderen bemerkt, was die Stunde geschlagen hat und dann schnell aussteigt. Da das aber nicht möglich ist, dass alle rechtzeitig aussteigen, denn wenn es alle rechtzeitig tun, dann wird der Zeitpunkt nur einen Tag nach vorne verlegt. Wenn das also nicht möglich ist, dann bedeutet das, dass sie alle in eine riesige Bullenfalle hineinlaufen und dass die Panikverkäufe, die wir dann sehen werden, alles übersteigen, was wir je gesehen haben. Die Mehrheit der Menschen, das glaube ich, müssen wir leider beobachten, lebt nicht nur in einer Blase, sondern im Vollrausch. Es gibt zwei Drogen, die verabreicht werden. Das eine ist das billige Geld. Man glaubt tatsächlich, dass angesichts der kollabierenden Produktion und des Rückgangs der verfügbaren Güter, die davon hervorgebracht werden, man diese Knappheit durch das Drucken von Geld beseitigen könnte.
Alles, was dadurch passiert, ist, dass wir von der Substanz leben, dass mehr verkonsumiert wird, als produziert wird. Und dieses von der Substanz leben bedeutet, dass das System irgendwann an sein Ende kommen muss, indem einfach die verfügbaren Güter nicht mehr im Einklang stehen mit der verfügbaren kaufkräftigen Nachfrage in Form von Geld. Diese Illusion, die wird jetzt im Moment noch aufrechterhalten, die wird aber an ihr Ende kommen, wenn die Zentralbanken ihr sogenanntes Seniorage-Kapital aufgebraucht haben werden. Das heißt, wenn die schlechten Assets auf der Zentralbankbilanz, die nicht zurückzuzahlenden Anleihen, die schlechten Verbriefungen und was da sonst noch alles sich in der größten Bad Bank aller Zeiten namens Zentralbank ansammelt, wenn das das Bruttosozialprodukt übersteigt, dann wird diese Party zu Ende sein. Das ist leider was, was man gut mathematisch nachvollziehen kann, wann das der Fall sein wird. Die EZB beispielsweise hat ein Seniorage-Kapital, das entspricht dem Bruttosozialprodukt der Eurozone. Das waren mal 10 Billionen, das sind jetzt deutlich weniger. Gleichzeitig steigt die Geldmenge sprunghaft innerhalb der letzten 6 Monate von knapp über 4 auf fast 7 Billionen an. Man kann also zuschauen und wissen, dass irgendwo in einem halben, dreiviertel Jahr die Grenze erreicht sein wird. Wenn man das Betrugssystem noch ein bisschen länger aufrechterhalten kann, weil es alle tun, dann dauert es vielleicht noch ein Vierteljahr länger, aber sehr viel mehr gebe ich dem nicht.